Die Legendenauswahl der Dortmunder Borussia ist mal wieder auf Reisen. Dieses Mal geht es für die Mannschaft um Roman Weidenfeller, DD und Co. nach Indonesien zu den Persib Bandung Allstars auf der indonesischen Insel Jawa. Und die schwarz-gelbe Mannschaft, sie fand auch ganz gut rein in diese Partie. Großkreuz für Mladen Petric, der verstolpert diese Aktion, aber da ist ja noch Tanko. Er mit der ersten Top-Chance hier für den BVB nach etwas über 5 Minuten. Tanko, der 46-Jährige, mit dem Abschluss. Aber Torhüter Wida Wan, ehemaliger Nationalkeeper Indonesiens, kann diesen Abschluss parieren. Auch die Gastgeber dann mal mit einer guten Aktion in der Offensive. Weidenfeller muss hier ran. Die Möglichkeit für Tantan, der Stürmer, noch bis 2020 Profi gewesen, scheitert hier an der BVB-Ikone im schwarz-gelben Tor. Knapp 20 Minuten gespielt, die beiden Halbzeiten verkürzt auf zweimal 35 Minuten und es war Zeit für das erste Tor. Odonkor legt sich den Ball selber vor, macht es wie zu seinen besten Zeiten in der Karriere. Strammer Abschluss, schönes Tor, überrascht den Keeper am kurzen Eck. Gute Aktion und auch die durchaus verdiente Führung der BVB wurde hier seiner Favoritenrolle auch absolut gerecht. Weiter ging es in Richtung indonesisches Tor. Koller legt ab, da Silva und der findet Mosidan. Wieder Arbeit für Torhüter Made Wida Wan im indonesischen Kasten. Erneut kann sich der 41-jährige Keeper auszeichnen. Kurz vor dem Seitenwechsel nochmal eine Ecke. Großkreuz findet Petric. Sie dann nochmal. Aber auch das kann dann das All-Star-Team des 7-maligen indonesischen Meisters hier gekonnt verteidigen. Gute Möglichkeit jedoch zuvor für Mladen Petric. Damit ging es in die Pause. Das Ganze bei rund knapp 30 Grad Außentemperatur. Aber die Trockenzeit macht es möglich, dass der BVB hier gut bei ordentlichen Bedingungen Fußball spielen kann. Rein eben, dann in die zweite Hälfte, wieder der BVB, wieder mit Zidane, der ein gutes Spiel machte, viele Aktionen hatte. Hier den Abschluss sucht, aber erneut seinen Meister im indonesischen Keeper findet. Wenige Minuten später wieder schwarz-gelb, da Silva, erneut Zidane, nicht vom Ball zu trennen. Mo Zidane, und da ist dann Tanko mit links, 2:0. Der BVB erhöht, der Ghanaer trifft. Schöner Abschluss, gutes Tor, verdiente, ausgebaute Führung für den BVB hier im Siliwangi-Stadion in Bandung, in der Millionenmetropole auf der Insel Jawa. Den Torhunger hatte der BVB dabei noch längst nicht gestillt. Jan Koller hatte schon in der ersten Hälfte ein paar Dinger liegen lassen. Hier macht das richtig gut. Der Tscheche mit der rechten Innenseite erfolgreich. Der passt maßgeschneidert. Tolles Tor durch Jan Koller. 184 Mal für den BVB gespielt, 79 Tore dabei erzielt und auch in der Legendenauswahl der Borussia Jan Koller eine feste Größe. Weiter im Text, immer weiter der BVB in Richtung Tor von den Persib Bandung Allstars. DD hat den Kopf oben, gefühlvoll wie eh und je. Und Petric setzt den knapp neben das gegnerische Tor. Auch Petric mit vielen Aktionen im Sturm. Gute Möglichkeit für den heutigen Sky Premier League Experten. Aber das noch nicht der Schlusspunkt in dieser Partie. Auch DD wollte es noch mal wissen. DD! Klasse Tor durch den Brasilianer. Ja, da lächelt er und lacht zugleich. Tolles Tor durch den Außenverteidiger. Und das hier ein super Abschluss. Nicht nur zu diesem Tor, sondern auch generell für diese Partie. Mit 4:0 gewinnt der BVB. Odonkor, Tanko, Koller sowie DD die Torschützen. Und das rundet eine einmal mehr ereignisreiche wie auch schöne Reise der BVB-Legenden ab.